Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Die Wahrheit von Alain Franck. Aus dem Französischen übersetzt von Maria Frey. Regie Otto Düben. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen heute Nacht. Bei den Schmerzen? Wenn Sie doch nur etwas dagegen tun könnten, Doktor. Ich habe Ihnen doch diese Schlaftabletten verschrieben. Ja. Dann nehmen Sie bei anhaltender Schlaflosigkeit gegen 23 Uhr noch eine halbe Tablette. Sie haben doch noch welche. Ja, noch ein ganzes Fläschchen. Na gut. Ich sehe Ende der Woche wieder nach Ihnen, liebe Freundin. Wenn Sie meinen, Therese wird Sie hinaus begleiten. Aber bemühen Sie sich nicht, Therese. Aber ich bitte Sie. Also dann auf Wiedersehen, Emilienne. Ruhen Sie so viel wie möglich. Ich will es versuchen. Nun? Immer das Gleiche. Kann man denn gar nichts gegen die Schmerzen tun? Wir werden noch einige Zeit mit der jetzigen Behandlung fortfahren. Wenn dann keine Besserung eintritt, versuchen wir es mit Cortison. Liegen Ihnen schon die Ergebnisse der Analysen vor? Ja, nichts Neues. Wo ist denn mein Mantel? Oh, hier. Mir wäre es lieber, Herr Doktor, wenn Sie mir die Wahrheit sagen. Aber Therese... Vorigen Monat haben Sie einen Spezialisten zu Rate gezogen. Ja, das war nur eine Vorsichtsmaßregel. Seit seinem Besuch werden immer neue Untersuchungen angestellt. Aber jedes Mal, wenn ich Sie nach dem Ergebnis frage, dann antworten Sie nichts Neues. Das ist richtig. Leider. Leider? Ja, mein Kind. Leider. Die Diagnose meines Kollegen deckt sich mit meiner. Man kann die Entwicklung der Krankheit zwar mehr oder weniger verzögern, aber die Beine, die sind schon jetzt fast bewegungsunfähig. Die Lähmung, die wird langsam fortschreiten. Mein Gott. Ja, es tut mir leid, meine arme Therese. Aber Sie haben die Wahrheit wissen wollen und ich weiß, dass Sie stark genug sind, sie zu ertragen. Gibt es wirklich keine Hoffnung mehr? Es gibt immer eine Hoffnung. Die Wissenschaft kommt mit Riesenschritten voran. Nicht so schnell wie Mutters Krankheit. So ist es doch. Ich fürchte ja. Herr Doktor, wie lange wird sie noch... Ein paar Monate, ja, vielleicht zwei. Wird sie sehr zu leiden haben? Am Ende ja. Und die Medikamente, die sie ihr geben... Sie können ihr jedenfalls nicht schaden. So hat sie wenigstens den Eindruck, dass sie behandelt wird. Vor allem darf sie nicht erfahren, wie es wirklich um sie steht. Natürlich nicht. Therese! Ich komme, Mama! Was machst du denn? Beeil dich ein bisschen. Ist sie immer so unleidlich? Es ist nicht ihre Schuld. Ja, sehen Sie zu, dass Sie alle Anstrengungen und Aufregungen vermeidet. Und verlieren Sie nicht den Mut, liebe Therese. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Na endlich, da bist du ja wieder. Ist er weg? Ja. Worüber habt ihr so lange gesprochen? Über dich. Er findet, dass es dir schon viel besser geht. Ja, denn nach. Wenn er an meiner Stelle wäre, würde er das nicht behaupten. Jetzt taugen alle nichts. Sie wohl so wenig wie die anderen. Bloß weil er mich schon immer behandelt hat. Weil er ein Freund deines Vaters war, bildet er sich Gott weiß was ein. Da ist er nicht mal imstande, meine Schmerzen zu lindern. Aber Mama, die Behandlung tut dir doch gut. Ich spüre keine große Besserung. Gib mir bitte mein Buch. Welches? Das da, auf dem Tisch. Möchtest du nicht lieber in dein Zimmer gehen und dich noch etwas hinlegen? Warum? Robert muss gleich da sein. Ich werde ihn hier im Salon empfangen, wie jedes Jahr. Wo gehst du hin? Ich mich um das Mittagessen kümmern. Ich habe schon längst mit der Köchin gesprochen. Stör sie nicht bei der Arbeit. Was machst du da? Ich räume ein bisschen auf. Du willst wohl auf Robert einen guten Eindruck machen.
Hast du die Blumen hier gepflückt? Ja. Um die Blumen im Haus kümmerst du dich nur einmal im Jahr. Am Todestag deiner Schwester. Also du bist ungerecht, Mama. In deinem Schlafzimmer stehen immer In meinem Blumen. Zimmer, ja. Aber nicht im Salon. Hier stellst du nur welche hin, wenn du weißt, dass dein Schwager zu Besuch kommt. Ich bin nicht so dumm, wie du denkst, mein Kind. Hat sie wohl mit dir über den Spezialisten gesprochen, den er neulich mitgebracht hatte? Ja, er hat seine Diagnose bestätigt. Wenn die gegenwärtige Behandlung nicht schnell genug wirkt, dann wird er dir Cortison geben. Cortison? Das verschreibt man doch nur bei schweren Krankheiten. Aber nein, ich habe es voriges Frühjahr gegen meinen Heuschnupfen bekommen. Und Heuschnupfen hat man noch nie als schwere Krankheit bezeichnet. Ja, das stimmt. Das siehst du. Ich bin etwas müde. Willst du mir ein wenig vorlesen? Gern. Wo bist du denn stehen geblieben? Hier. Also. An jenem Oktoberabend sah der Gastwirt des Dorfes einen alten Mann aus dem Wagen steigen. Einen Herrn in Schwarz. Hör mal. Was ist? Das ist bestimmt Robert. Was mich nicht wundern sollte. Es ist genau 12. Robert ist immer sehr pünktlich. Ich gehe ihm aufmachen. Hallo. Ach, guten Tag, Robert. Guten Tag, Doris. Tag. Hast du eine angenehme Reise gehabt? Ja, danke. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Wenn du mir deinen Mantel geben willst. Ach ja, danke. So. Wie geht es deiner Mutter? Sehr viel besser. Robert? Ja? Sie hat sich sehr verändert seit vorigem Jahr. Ach. Tu so, als ob du nichts merken würdest. Nur keine Angst. Komm, Mama erwartet dich im Salon. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, mein lieber Robert. Wie gut du aussiehst. Wirklich? Von dir könnte ich das nicht behaupten, mein Junge. Du bist etwas blass. Ich habe im Augenblick viel Arbeit. Hier, das habe ich dir mitgebracht. Oh. Oh, kann dir die Früchte. Wie aufmerksam. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Wie appetitlich die aussehen. Am liebsten würde ich die gleich mal versuchen. Aber Mama, wir essen doch gleich zum Mittag. Na schön, dann nicht. Du siehst, Robert, ich stehe unter strenger Aufsicht. Ja, der Riss meint es bestimmt nur gut mit dir. Ich hoffe, du wirst es nicht wie voriges Jahr machen und diesmal ein paar Tage bei uns bleiben. Das ist leider nicht möglich. Ich muss bereits heute Abend wieder nach Paris zurückfahren. Schon heute Abend? Ja, ich habe morgen früh eine wichtige Besprechung im Büro. Schade. Dann werde ich auch dieses Mal nicht viel von dir haben. Du gehst doch heute Nachmittag auf den Friedhof. Natürlich. Ich fürchte, ich werde dich nicht begleiten können. Meine Beine sind zurzeit etwas geschwollen und der Arzt hat mir geraten, nicht aus dem Haus zu gehen. Sprechen wir nicht von meinem kleinen Leiden. Ich habe dir noch nicht für die Postkarte gedankt, die du mir im vorigen Monat geschickt hast. Sie kam aus Brasilien, nicht wahr? Beinahe. Ich war in Mexiko. Ah ja, in Mexiko habe ich nur meinen Kopf. Ich dich beneide um deine Reisen. Auf die Dauer sind sie ziemlich monoton. Ja, spiel jetzt nicht den Snob. Deine Geschäfte führen dich in alle Ecken der Welt. Du siehst interessante Länder, steigst in wahren Palästen ab. Wenn man kein Zuhause mehr hat, ist ein Hotel wie das andere. Mein armer Junge. Fehlt sie dir immer noch so sehr? Ich werde mich auch nie daran gewöhnen, dass sie nicht mehr da ist. Sie war so sanft, so schön. Mein einziger Trost ist der Gedanke, dass sie ein Jahr lang mit dir glücklich gewesen ist. Aber ein Jahr, was ist das schon? Du darfst nicht immer wieder daran denken, du tust dir nur unnötig weh, Mama. Es gibt Erinnerungen, die man nicht auslöschen kann. Trotzdem, ich glaube, Therese hat recht, Mutter. 3 Jahre ist es jetzt her. Mir ist, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß, sie ist jetzt glücklich dort, wo sie ist. Aber so ist es nun mal. In meinem Alter lebt man nur noch von seinen Erinnerungen. Doch du, Robert, du bist noch jung. Ein Mann kann nicht ewig allein leben. Wenn du also wieder ein Heim gründen willst, werde ich dir keinen Vorwurf machen. Ich habe oft daran gedacht, aber... Aber?
Sollte ich noch einmal heiraten, dann müsste meine Frau bestimmte Eigenschaften haben. Sie müsste gut sein, verständnisvoll, intelligent, hübsch. Kurz, die vollkommene Frau. Zugegeben, ich bin sehr anspruchsvoll. Zu sehr, mein armer Robert. So eine Frau gibt es nicht. Wer weiß? Sieh dir zum Beispiel Therese an. Robert, mach dich doch nicht lustig. Nur nicht so bescheiden, Therese. Du hast eine Menge Vorzüge. Darum hänge ich ja auch so an dir. Wenn du mich eines Tages verlässt, dann weiß ich nicht, was geschieht. Mama. Aber du wirst mich nicht verlassen. Nicht wahr? Entschuldige, dass ich dich so lange allein gelassen habe. Aber bitte, bist du jetzt endlich frei? Noch nicht. Sie hat sich zwar hingelegt, aber bevor sie ihren Mittagsschlaf hält, muss ich noch einmal zu ihr, um ihr die Tropfen zu geben. Möchtest du noch Kaffee? Gern. Ich kann dir leider keine kandierten Früchte anbieten. Mama hat die Schachtel mitgenommen in ihr Zimmer. Das macht nichts. Ich mag kandierte Früchte nicht. Ich werde dir was gestehen. Ich auch nicht. Ein hübscher Blumenstrauß. Wer hat ihn arrangiert, du? Ja. Wirklich sehr hübsch. Ich habe die Blumen in die Vase gestellt, das ist alles. Du hast viel Geschmack, Therese. Du bist eine wunderbare Frau. Findest du? Ja. Wie war es in Amerika? Da gibt es nicht viel zu erzählen. 20.000 Kilometer im Flugzeug und mehr als 30 Verabredungen in einem Monat. Da bleibt nicht viel Zeit. Übrigens, ich habe dir was mitgebracht. Ein aztekisches Armband, das ich in Mexiko entdeckt habe. Oh, ist das schön. Komm. Oh. Gib deine Hand. Ich danke dir. Ich bedauere nur eins. Ich werde nicht oft Gelegenheit haben, es an dir zu sehen. Einmal im Jahr, das ist recht wenig. Sofern wir nicht... Nein, Robert, sprich bitte nicht weiter. Hast du gesehen? Das Wetter scheint besser zu werden. Wir können noch einen Spaziergang machen, wenn wir vom Friedhof kommen. Ich gehe nicht auf den Friedhof. Aber heute... ist der Todestag von Giselle, ich weiß. Meinst du nicht, die Komödie hat jetzt lange genug gedauert? Welche Komödie? Seit 3 Jahren komme ich regelmäßig her, ans Grab meiner Frau. Meiner Frau. Glaubst du, ich weiß nicht, wer sie war? Ich verstehe nicht. Du weißt genauso gut wie ich, was für ein Leben Giselle geführt hat. Sie nutzte sehr großzügig die Freiheit aus, die ich ihr ließ. Noch 2 Tage vor dem Unfall, als ihr alle 3 in eurem kleinen Landhaus wart, hatte sie Besuch bekommen, nicht wahr? Es tut mir leid, Robert. Ich dachte, ich hoffte, du würdest nie etwas davon erfahren. Es gibt immer gute Freunde, die einen auf dem Laufenden halten. Einen Monat nach unserer Hochzeit wusste ich schon, woran ich mit ihr war. Ich fragte mich, warum sie überhaupt eingewilligt hatte, mich zu heiraten. Sie hatte nichts im Sinn als ihr Vergnügen. Ich war 15 Jahre älter als sie und, naja, sagen wir, ich war eben nicht der Typ Mann, den sie liebte. Trotzdem, sie war immer sehr nett zu mir. Ich weiß, ich war dabei. Ich gebe zu, ich habe mich von ihrem Charme, von ihrer Schönheit verführen lassen. Aber ich habe schnell begriffen. Sie hat mich nur geheiratet, um deiner Mutter zu entrinnen. Aber sie hatte nicht die Absicht, nur den Käfig zu wechseln. Sie wollte ihre eigenen Wege gehen. Wahrhaftig, heute weiß ich. Sie hat mich nie geliebt. Und du, Robert? Hast du sie geliebt? Ich habe es lange Zeit geglaubt. Selbst dann noch, als ich diese große Reise antreten musste. Ich wollte sie gern bei mir haben, aber sie hat abgelehnt. Sie wollte lieber alleine sein, frei. Eines Tages schrieb sie mir dann, ihre Mutter hätte sie eingeladen und sie würde zu euch in das kleine Haus am See fahren, wo ihr eure Ferien verbracht habt. Und dann kam dein grausames, lakonisches Telegramm. Ich wusste nicht, wie ich es dir mitteilen sollte. Giselle ist im See ertrunken. Ich war wie betäubt. Ich habe bis zum nächsten Morgen warten müssen, um einen Platz in einem Flugzeug zu bekommen und kam so erst am Tag der Beerdigung an.
Aber vor diesem anonymen Sarg habe ich endlich begriffen. Ich empfand nichts. Nichts. Nur eine ungeheure Gleichgültigkeit gegenüber dem Leichnam einer Frau, die ich nicht kannte, die mir im Grunde immer fremd gewesen war. Verstehst du jetzt, warum ich keine Lust habe, heute Nachmittag auf den Friedhof zu gehen? Ja. Aber, Rupert, in den anderen Jahren, warum hast du es da getan? Kannst du das nicht ahnen? War es wegen Mama? Zum Teil, ja. Wenn ich nicht gekommen wäre, hätte sie sich verletzt gefühlt, beleidigt. Aber vor allen Dingen war es eine Gelegenheit, dich wiederzusehen, Therese. Oh, Rupert, das... Hast du mir inzwischen vergeben? Wieso? Was sollte ich dir zu vergeben haben? Ich war feige, damals, vor 4 Jahren. Ich muss dich sehr verletzt haben. Das ist längst vergessen. Ich habe nichts vergessen und noch heute... Nein, Rupert, nicht. Doch, Therese. Voriges Jahr schon habe ich versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich geweigert, mich anzuhören. Aber diesmal musst du mich anhören. Deine Mutter hat selbst vorgeschlagen, dass ich mit der Frau, die ich liebe, ein neues Leben beginnen soll. Therese, willst du mich heiraten? Ich hatte Angst, dass du mich das fragen würdest. Angst? Ja, Rupert, Angst. Aber... Du weißt, dass es unmöglich ist. Warum? Sie ist alt, krank. Ich kann sie nicht allein lassen. Wir holen sie nach Paris. Sie wird dort besser behandelt werden als hier. Ja, schon. Aber... Niemals wird sie darauf eingehen, dieses Haus zu verlassen, wo sie immer gelebt hat, wo mein Vater gestorben ist, wo sie so viele Erinnerungen hat. Dann werden wir eben eine Krankenschwester nehmen. Nein, Rupert. Sie will auch keine Krankenschwester. Sie hat nur noch mich auf der Welt. Mein Platz ist hier bei ihr. Aber das ist doch lächerlich. Du lebst wie eine Einsiedlerin, eingesperrt in dieses Haus, in das nie jemand kommt. Du opferst dich deiner Mutter mit Leib und Seele. Das ist zwar sehr schön und edel, aber inzwischen vergeht deine Jugend. Ach, meine Jugend. Du kannst nicht verstehen, dass... Ich verstehe nur, dass deine Mutter dich seit Jahren ausnutzt. Du bist nicht nur ihre Pflegerin, du bist ihr Dienstmädchen. Du hast kein Recht, sowas zu sagen. Sie braucht mich. Du hast es vorhin selbst gehört. Oh ja, ich habe es gehört. Wenn du mich eines Tages verlässt, dann weiß ich nicht, was geschieht. Weißt du, was das ist? Das ist Erpressung. Robert. Ja, Erpressung. Warum hat sie das gesagt? Und warum hat sie es gerade heute gesagt, in meiner Gegenwart? Weil sie Angst hat, dass du fortgehst und weil sie weiß, was ich für dich empfinde. Und du weißt es auch, nicht wahr, Therese? Therese. Robert? Ja? Ich möchte dich um etwas bitten. Um was? Dass nie mehr die Rede ist davon zwischen uns. Aber Therese... Ich bitte dich. Erwartet ihr jemanden? Das ist Mama. Sie ruft nach mir. Nein, sie läutet nach dir. Na endlich! Hast du meine Magentropfen zurechtgemacht? Nein, noch nicht. Tu nicht zu viel hinein. 15 Tropfen, wie jeden Tag. Wovon habt ihr gesprochen, ihr beiden? Oh, von diesem und jenem. Hattet ihr einen Heiratsantrag gemacht? Sicher hat er die Gelegenheit ausgenutzt. Hast du abgelehnt? Ja. Du hast wohl auch keine andere Wahl gehabt. Hier, trink. Widerliche. Tu noch etwas Wasser dazu. Herr Dr. Sivo, das nächste Mal kommt, sage ich ihm, er soll mir etwas geben, was besser schmeckt. Hier, spült das Glas aus. Hat er gesagt, dass er dich liebt? Nein. Zu meiner Zeit war man romantischer. Allerdings, Robert macht nicht viele Worte. Und du? Liebst du ihn? Weißt du es nicht? Oh doch, mein Töchterchen, ich weiß es. Ich weiß, dass du davon träumst, den Platz deiner Schwester einzunehmen. Ich? Sie war es, die damals meinen Platz eingenommen hat. Was sagst Ach, du weißt das ganz genau. Meinetwegen kam Robert anfangs hierher. Mir machte er den Hof. Mich wollte er heiraten. Aber sie hat sich meinen Hals geworfen. Sie hat alles getan, du bist um immer ihn zu verführen. Sie hat ihn verhext. Du hast sie gehasst, weil sie jünger, schöner war als du. Weil sie mehr Erfolg hatte. Du hast sie verabscheut. Und darum hast du sie... Nein! Du hast wohl Angst, ich könnte plaudern. Was machst du da? Ich ziehe die Vorhänge zu. Warum? Es ist Zeit für deinen Mittagsschlaf.
Hast du so eilig, wieder zu ihm zu kommen? Ja. Bleib doch noch einen Augenblick bei mir. Setz dich. Armer Robert. Er sollte dich lieber vergessen. Er ist reich und in bestem Alter. Es sollte ihm nicht schwerfallen, eine Frau zu finden, die jünger und hübscher ist als du. Hat er von Giselle gesprochen? Ja. Was hat er gesagt? Was ist? Ich habe dich was gefragt. Was hat er gesagt über deine Schwester? Er weiß. Was? Er weiß, dass sie Liebhaber hatte. Du fragst das. Hast du ihm das gesagt? Nein. Du lügst. Ich bin sicher, dass du es warst. Du hast nur zu gern deine Schwester durch den Schmutz gezogen. Ich durchschaue dein Spiel. Mama. Ich kenne deine Schliche. Du möchtest, dass er Mitleid mit dir hat. Aber mach dir keine Illusion, mein Kind. Du wirst nie seine Frau werden. Hast du gehört? Du wirst nie seine Frau werden. Ich lasse diese Heirat einfach nicht zu. Ich weiß, du weißt es aber trotzdem. Du gibst die Hoffnung nicht auf. Du irrst dich. Wenn nötig, werde ich ihm alles sagen. Sei ich still sein, weil Robert nebenan ist? Ich habe dir gesagt, nein, du sollst nicht still sein. Wenn ich ihm erzähle, was passiert ist, wird er dich nicht einmal mehr ansehen. Du wirst nie seine Frau werden. Nie! Du wirst nicht mehr lange leben. Du glaubst? Bald bin ich frei. Was redest du? Dr. Sivo hat es mir anvertraut. Das ist nicht wahr. Heute früh. Das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Nein. Endlich werde ich leben. Endlich du kann ich Roberts Frau werden, wenn ich will. Du willst mir nur Angst machen. Nein, das ist nicht wahr. Du willst mir nur wehtun. Ich hasse dich. Ich verabscheue dich. Robert? Ja? Komm, gehen wir spazieren. Jetzt gleich? Ja, bitte. Therese, was geht hier vor? Nichts. Lass uns fortgehen, Robert. Lass uns fortgehen von hier. Bitte bleib, Therese. Ich mache auf. Sie sind es, Doktor. Kommen Sie herein. Entsinnen Sie sich noch an mich, ich bin... Ja, ich erkenne Sie wieder. Ist Therese da? Im Salon. Darf ich den Mantel? Ja, bitte. Wie geht es ihr? Ich habe richtige Angst um Sie. Sie sagt immer wieder, es sei Ihre Schuld. Nun, wir werden ja sehen. Bitte. Therese, Dr. Sivo ist da. Mein armes Kind. Ich bin erschüttert. Ich mochte Ihre Mutter sehr gern. Ich hätte nie gedacht, dass sie... Sie hat es meinetwegen getan. Aber nein. Doch, es ist meine Schuld. Therese, bitte. Es gefällt mir gar nicht, wie Sie aussehen. Sie dürfen uns jetzt nicht krank werden. Was macht das schon? Sie braucht mich jetzt nicht mehr. Lassen Sie mich mal Ihren Puls fühlen. Tja. Ich weiß wohl, dass es nicht leicht ist, aber versuchen Sie, sich zu entspannen. Sie sind immer so tapfer gewesen. Das Leben geht weiter. Ja. Ich möchte nicht, dass Sie heute Abend allein bleiben. Ich bleibe hier. Ja. Und jetzt erzählen Sie mir, was passiert ist. Am Telefon haben Sie nichts Näheres gesagt. Therese und ich, wir sind nach dem Mittagessen fortgegangen. Wir haben einen längeren Spaziergang gemacht. Als wir zurück waren, ging Therese in das Zimmer ihrer Mutter, um nach ihr zu sehen. Und dann? Ja, da ich dachte, sie würde noch schlafen, ging ich wieder in den Salon zurück. Ich sagte mir, sie würde schon läuten nach dem Erwachen. Das machte sie immer so. Und um welche Zeit haben Sie festgestellt? Gegen 5. Therese fand es allmählich sonderbar, dass ihre Mutter so lange schlief. Sie ging noch einmal in ihr Zimmer hinüber. Dann hörte ich einen Schrei. Ich eilte zu ihr. Haben Sie sofort erkannt, was geschehen war? Leider war überhaupt kein Zweifel möglich. Das Fläschchen mit dem Schlafmittel stand noch auf dem Nachttisch. Es war leer. Das Glas auch. Sie können sich selbst überzeugen, wir haben nichts angerührt. Das Schlafmittel hat Sie also auf den Gedanken gebracht, dass Sie sich... Sprechen Sie es nur aus, Doktor. Mama hat sich das Leben genommen.
Und das meinetwegen. Aber Therese. Ich gehe jetzt hinein. Ich komme mit. Nein, nein, es ist besser, Sie ruhen noch ein Weilchen. Bitte bleiben Sie bei Ihrem Ziel. Natürlich. Oh, Robert. Wir hätten nicht spazieren gehen sollen nach dem Essen. Warum sind wir nicht hier geblieben? Du hättest sie schlafen lassen, du hättest sie nicht stören wollen und alles hätte sich auf die gleiche Weise abgespielt. Aber als wir zurückgekommen sind, ich hätte in ihr Zimmer gehen sollen, statt nur einen Blick hineinzuwerfen. Das hätte nichts geändert. Es wäre ohnehin schon zu spät gewesen. Das ist nicht sicher. Wenn deine Mutter entschlossen war, aus dem Leben zu gehen, hättest du sie nicht daran hindern können. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Aber begreifst du denn nicht, es ist meine Schuld. Ich, ihre eigene Tochter, ich habe ihr gesagt, sie müsse bald sterben. Schau mal. Ich habe ihr das gesagt. Und dann bin ich gegangen und habe sie allein gelassen. Bitte, beruhige dich. Du musst dich beruhigen. Ja. Leg dich aufs Sofa. So. Hier, trink das. Was ist das? Cognac, der wird dir gut tun. Und jetzt versuch nicht mehr an all das zu denken. Als ob das so einfach wäre. Diese entsetzliche Szene nach dem Essen. Du warst ja nicht dabei, du kannst ja nicht wissen. Warum willst du mir nicht sagen, was geschehen ist? Ich bin sicher, es war nicht deine Schuld. Sag es mir doch. Es wird dich erleichtern. Nein, Robert. Hast du kein Vertrauen zu mir? Doch, doch. Aber? Ich kann nicht. Frierst du auch nicht? Nein. Soll ich dir nicht lieber eine Decke holen? Nicht nötig, danke. Sobald Dr. Sivo zurück ist, werde ich meine Sekretärin anrufen und ihr sagen, dass sie sobald nicht mit mir rechnen kann. Aber du hast doch morgen früh irgendwelche Verabredungen. Die sage ich ab. Das brauchst du doch nicht. Ich bleibe bei dir. Danke, Robert. Ich bin froh, dass du da bist. Du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Dass ich alles tue, um dir zu helfen. Ich weiß, Robert. Dr. Sivo. Ich möchte zu ihr. Nachher, Therese. Ruhen Sie erst noch ein wenig. Doktor? Ja? Ich möchte Sie etwas fragen. Es ist ein wenig heikel, aber Sie waren doch ein Freund meiner Schwiegermutter und ich denke, Sie werden es verstehen. Ja, bitte. Ja, halten Sie es für möglich zu sagen, zu verschweigen, dass es ein Selbstmord war? Ich verstehe nicht. Sie wissen, sie war sehr gläubig. Wenn die Kirche ein köstliches Begräbnis verweigern würde, dann... Ach so. Das muss ich mir erst überlegen. Ich bin überzeugt, Sie werden einen Ausweg finden. Entschuldigen Sie mich, ich möchte schnell telefonieren, solange Sie noch da sind. Sie bleiben doch noch ein Weilchen. Ja, ich muss noch mit Therese sprechen. Gut, in 5 Minuten bin ich wieder zurück. Lassen Sie sich nur Zeit. Sie wollen mit mir sprechen, Doktor? Ja. Aber was ich Ihnen zu sagen habe, das ist schwierig. Sie können ganz offen sein. Sie glauben, alles ist meine Schuld. Sie haben recht. Therese, Ihre Mutter hatte mich gegen 2 Uhr angerufen. Sie war verwirrt, völlig außer Fassung. Ich sagte ihr, ich käme zu ihr, aber das wollte sie nicht. Sie sagte mir, was sie von Ihnen erfahren hatte und wollte von mir wissen, ob es stimme, dass es wirklich keine Hoffnung mehr auf Heilung gäbe. Ich habe mir alle Mühe gegeben, sie zu beruhigen. Ich habe von einem neuen, vielversprechenden Medikament gesprochen. Und sie war nicht so leicht zu täuschen. Sie hat ganz bestimmt begriffen. Sie, die solche Angst hatte zu leiden, solche Angst zu sterben. Sie wollte lieber gleich Schluss machen. Weil ich ihr gesagt habe, dass... Es ist jetzt nicht der Augenblick, um Ihnen Vorwürfe zu machen. Aber Therese, ich hatte Ihnen doch ans Herz gelegt, vorsichtig zu sein. Ich weiß, was ich getan habe, ist unverzeihlich. Ich kenne Sie lange genug. Sie haben es gewiss nicht ohne Grund getan.
war das, was nach dem Essen passiert ist, daran schuld. Hat sie Ihnen davon erzählt? Noch nicht in allen Einzelheiten. Sie hat mir nur gesagt, sie hätten sich heftig gestritten. Wenn es nur ein Streit gewesen wäre. Sie wissen, wie hart sie sein konnte. Wie boshaft sogar. Aber diesmal war sie weitergegangen als je zuvor. Sie hat mich zur Verzweiflung gebracht. Ich bin in Wut geraten, habe jegliche Selbstkontrolle verloren. Ich wusste schließlich nicht mehr, was ich sagte. Sie hat mich so verletzt. Sie glauben mir nicht. Sie meinen, ich will mich herausreden. Doch, 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 ich glaube Ihnen. Hören Sie, Therese, Ihre Mutter und ich, wir waren alte Freunde. 40 Jahre habe ich Sie ärztlich betreut, das ist eine lange Zeit und ich kannte Sie sehr gut und nicht nur als Kranke. Ja, ich kann einfach nicht glauben, dass sie sich umgebracht hat. Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich weiß, dass sie Selbstmord als Feigheit ansah. Wir haben manchmal darüber gesprochen. Da ist noch etwas anderes, Therese. Um 2 Uhr hatte sie mit mir telefoniert, wie Sie wissen. Das war, als sie beide weggegangen waren. Etwas später rief sie mich noch einmal an. Sie hatte sich wieder beruhigt. Sie erzählte mir, sie habe nachgedacht und zu der neuen Behandlungsmethode Vertrauen gefasst. Wir haben uns lange unterhalten. Sie war ruhig, fast heiter und überzeugt, wieder gesund zu werden. Und ehe sie wieder auflegte, da lud sie mich ein, heute Abend nach Tisch doch zu einer Partie Bridge zu kommen. Heute Abend? Ja, heute Abend. Aber das ist noch nicht alles. Am Nachmittag traf ich zufällig Herrn Rechtsanwalt Beauchamp. Ihn hatte sie auch eingeladen. Das begreife ich nicht. Ja, verstehen Sie jetzt, warum ich mich nicht an den Gedanken gewöhnen kann, dass sie freiwillig aus dem Leben gegangen ist? Ja, ja, natürlich. Vielleicht hat sie ihren Entschluss erst später gefasst, nachdem sie mit Ihnen gesprochen hat. Nein, 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 Therese. Ich habe die Leiche Ihrer Mutter untersucht. Sie ist mindestens schon seit 3 Stunden tot. Die Wirkung des Schlafmittels tritt aber nicht sofort ein. Ich will mich nicht genau festlegen, aber wahrscheinlich hat sie das Schlafmittel eine halbe Stunde vor ihrem zweiten Anruf eingenommen. Und bereits am Ende unserer Unterhaltung klagte sie über plötzliche Müdigkeit. Sie konnte sich nur noch mühsam wachhalten. Da fing das Schlafmittel schon an zu wirken. Ja, aber wenn es nun kein Selbstmord war, woran ist sie dann gestorben? Ja, ich weiß nicht. Eins jedoch ist ganz sicher, das Fläschchen ist leer. Aber Doktor, wollen Sie damit sagen, dass jemand... Ja, Therese. Ich frage mich, ob nicht jemand das Schlafmittel in ihr Glas getan hat und sie ihm glauben ließ, es handle sich um ein anderes Medikament. Zum Beispiel um ihre Magentropfen? Ja. Aber das habe ich ihr doch selbst zurechtgemacht. Ja, könnte nicht jemand anders. Nein. Ja, sie waren nicht allein im Haus, auch ihr Schwager war da. Robert hat das Schlafzimmer von Mama nicht betreten. Also ich verstehe nicht. Was ist los, Doktor? Warum sehen Sie mich so an? Ich bin ein alter Landarzt. Verbraucht und müde. Ihr Vater war mein bester Freund und ich habe Sie beide zur Welt gebracht, Ihre Schwester und Sie. Also ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages... Glauben Sie mir, Therese, was ich Sie fragen muss, das ist mir ein Gräuel. Aber es ist ein Fleck auf dem Etikett des Fläschchens. Ein kleiner Blutfleck. Blut? Woher kommt das? Und derjenige, welcher das Fläschchen aufmachte, hat sich wahrscheinlich verletzt, als er den Aluminiumverschluss abriss. Therese. Ja? Der Verband an Ihrem Finger, wie ist das gekommen? Sind Sie sich bewusst, was Sie da sagen, Doktor? Antworten Sie mir, Therese. Ich habe mich mit einer Nadel gestochen. Wann? Heute früh. Heute früh, ist das wahr? Das ist doch nicht möglich. Sie können doch nicht glauben. Ja, so antworten Sie doch. Sie kennen mich. Sie wissen genau, dass ich zu so etwas nicht fähig wäre.
So, alles in Ordnung. Ich habe meiner Sekretärin Bescheid gesagt. Therese, was ist? Du bist ja leichenblass. Was geht hier vor? Dr. Sivu glaubt nicht, dass Mama Selbstmord begangen hat. Was? Er glaubt, ich hätte sie umgebracht. Das ist doch nicht dein Ernst. Leider doch. Aber das ist doch absurd, Doktor. Wir alle wissen, was geschehen ist. Sie hat sich umgebracht, um einem langsamen, grauenvollen... Ich habe schwerwiegende Gründe, daran zu zweifeln. Schwerwiegende Gründe? Die würde ich gerne kennenlernen. Als Sie das Zimmer Ihrer Schwiegermutter betraten, haben Sie da einen Brief gefunden? Einen Brief? Nein, was für einen Brief? Gewöhnlich schreibt ein Mensch, bevor er Selbstmord begeht, einen Abschiedsbrief, in dem er die Gründe angibt für seine Tat. Andererseits haben Sie selbst mich darauf hingewiesen, wie gläubig Sie war, dass Sie schon den bloßen Gedanken an Selbstmord für eine Sünde hielt. Auch Therese weiß das. Ihre Mutter und Sie hatten oft darüber gesprochen. Als sie noch nicht krank war, aber heute, da liegen die Dinge doch ganz anders. Ich bin überzeugt, Emilien wäre selbst im Affekt nicht fähig gewesen, einem ihrer Glaubenssätze untreu zu werden. Entschuldigen Sie, Doktor, aber ich glaube nicht, dass Sie das beurteilen können. Keiner von uns weiß, wie er reagiert, wenn er plötzlich erfährt, dass es mit ihm zu Ende geht. Wenn Sie jedenfalls Ihre armseligen Argumente für ausreichend halten, um Therese... Nein, Robert, da ist noch was anderes und das wiegt bedeutend schwerer. Mama hatte Dr. Sivu und Rechtsanwalt Bouchon für heute Abend zum Bridge eingeladen. Na und? Sie hat sie erst heute Nachmittag eingeladen. Heute Nachmittag? Ja. Sie hat mit ihnen telefoniert, als wir fort waren. Nachdem sie das Schlafmittel bereits genommen hatte. Merkwürdig. Warum hat sie das getan? Wenn ich das wüsste. Es beweist auf keinen Fall, dass sie ermordet worden ist. Sie kann ja plötzlich gestorben sein, auf ganz natürliche Weise, wenn ich so sagen darf. Sie war schwer krank. Gewiss, aber ihr Leiden verschlimmerte sich nur langsam. Die kritische Phase war noch weit entfernt. Dann hat vielleicht ihr Herz versagt. Gott, ihr Herz war ausgezeichnet. Außerdem würde ein Herzschlag nicht erklären, wieso das Fläschchen mit dem Schlafmittel auf ihrem Nachttisch leer ist. Die unbestreitbare Todesursache ist die übergroße Dosis Schlaftabletten, die sie eingenommen hat. Alle Symptome dafür sind vorhanden und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Aber Sie haben auch nicht den geringsten Grund, Therese zu beschuldigen. Sie verehrte Ihre Mutter, sie lebte nur für Sie. Das weiß ich alles. Warum hätte sie dann Ihre Mutter töten sollen? Ich finde, Sie sollten das am besten wissen. Warum sagen Sie sowas, Doktor? Können Sie es sich nicht denken, Therese? Ich jedenfalls weiß es nicht und ich liebe auch keine Andeutungen. Ihre Schwiegermutter hat heute Nachmittag mit mir eine längere Unterhaltung am Telefon. Über Therese. Über mich? Ja. Es schien mir, als hätte sie so etwas wie Gewissensbisse. Sie sagte mir, ihr Schwager wolle sie heiraten, Therese, aber sie hätten ihn abgewiesen, um ihre Mutter nicht allein zu lassen. Sie sagte unter anderem... Ja? Mein Tod wäre eine Erleichterung für Therese, sie wäre endlich frei, sie könnte leben. Mein Gott, wie entsetzlich. Es sind meine eigenen Worte, mit denen sie mich anklagt. Therese. Nein, lass mich. Wenn sie nicht Selbstmord begangen hat, so kann das Verschiedenes bedeuten. Was Sie tun, ist schändlich, Doktor. Ja, glauben Sie, ich wüsste das nicht. Seit Ihr Vater tot ist, habe ich Therese immer wie meine Tochter angesehen. Aber ich bin Arzt. Ich darf nicht mogeln. Ich kann diesen Satz einfach nicht vergessen. Haben Sie hier zu Mittag gegessen, Monsieur? Ja. Haben Sie bemerkt, ob da Therese an der Hand schon diesen Verband trug? Nein, ich glaube nicht. Warum fragen Sie? Ist das so wichtig? Na, sehr wichtig sogar. Auf dem Etikett des Fläschchens ist ein Blutfleck. Warten Sie, mir scheint... Ja, ich glaube schon. Ich will nicht, dass du lügst, Robert. Mittags hatte ich den Verband noch nicht. Es ist nicht von einem Stich, Doktor. Ich habe mich geschnitten. An dem Verschluss des Fläschchens? Nein. Sondern? In der Küche vorhin, als ich den Toast machte zum Tee. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ach, als Sie diesen Blutfleck erwähnten... Es war dumm von mir, ich weiß, aber ich bekam es plötzlich mit der Angst zu tun. Ich habe irgendetwas erfunden. Ach, das hätten Sie nicht tun sollen, mein Kind. Jetzt kann ich Ihnen nicht mehr so richtig glauben. Was werden Sie tun, Doktor? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir das alles erst durch den Kopf gehen lassen. Warten Sie, ich bringe Sie raus. Nein, lassen Sie nur, ich finde schon alleine. Wenn Sie mir noch was zu sagen haben, ich bin zu Hause. Ich warte auf Ihren Anruf. Das Fläschchen, das nehme ich mit. Robert? Was wird jetzt geschehen? Gar nichts. Du hast ja gehört. Er wird eine Weile nachdenken.
dabei sehr schnell erkennen, dass seine Verdächtigungen lächerlich sind. Und wenn nicht? Aber ich sehe keinen Grund, warum er auf seinem Irrtum beharren sollte. Deine Mutter war mehr Freundin als Patientin für ihn. Ihr Tod hat ihn verstört. Und jetzt sieht er Gespenster. Er wird schon wieder zur Vernunft kommen. Hoffentlich. Ich bin davon überzeugt. Ich nicht, ich kenne ihn. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt er es nicht so schnell auf. Was geschieht, wenn er seine Meinung nicht ändert? Ich weiß nicht. Ich glaube, er könnte sich weigern, den Totenschein auszustellen. Und dann? Es könnte eine kleine Untersuchung geben. Durch die Polizei? Keine Sorge. Dabei würde nicht viel herauskommen. Die Vermutungen von diesem Landarzt sind völlig abwegig. Nett von dir, dass du das sagst. Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Versetz dich doch mal in seine Lage. Du würdest die gleichen Überlegungen anstellen. Die Telefonanrufe, die Einladungen für heute Abend und dann diese Bemerkung von mir, die sie wiederholt hat. Das sind doch nur Worte. Ja, Worte, aber Worte, die viel Unheil anrichten können. Na, dramatisier doch nicht die ganze Geschichte. Ich versuche nur klar zu sehen und herauszufinden, was uns bevorsteht, was mir bevorsteht. Na, also gut. Erwägen wir mal das Schlimmste. Das Schlimmste? Ja, nehmen wir an, es wird eine Untersuchung angeleitet. Wie geht das vor sich? Die Polizei stellt uns ein paar Fragen. Sie wird sich schnell davon überzeugen, dass Dr. Sivo ein Opfer seiner eigenen Fantasie geworden ist. Und die Wahrheit wird klar zutage treten. Welche Wahrheit? Wenn die Polizei an der Hypothese festhält, dass ein Mord passiert ist, wen wird sie verdächtigen? Die drei Personen, die nach dem Essen im Hause waren. Die Köchin? Die alte Marie. Nein. Sie war Mama treu ergeben. Dann bleiben nur noch wir beide übrig. Du nicht, Robert. Du hast mit der Sache nichts zu tun. Du hast gehört, wie Sivo davon sprach. Dass der Tod deiner Mutter auch mich direkt berühre, weil sie gegen eine Heirat war. Aber du hast ihr Zimmer nicht betreten. Ich war die ganze Zeit allein mit ihr. Außerdem hättest du ihr keine Medizin geben können. Warum nicht? Sie hätte es nicht zugelassen. Wenigstens in diesem Punkt hatte sie Vertrauen zu mir. Sie wollte sie nicht einmal selbst zurechtmachen. Sie fürchtete, sich bei der Dosierung zu irren. Wenn ich also richtig verstehe, warst du die Einzige, die ihr die Medizin geben durfte? Ja. Ein Grund mehr, mich zu verdächtigen. Falls die Polizei das Fläschchen untersuchen sollte, würde man deine Fingerabdrücke darauf finden? Natürlich. Ich habe das Schlafmittel ja gekauft. Wann? Gestern. Du hast es gestern gekauft? Es war noch nicht benutzt worden? Nein. Also war es noch in seiner Schachtel und du hast es nicht berührt? Doch. Ich habe es aus der Schachtel genommen und in das Arzneimittelschränkchen gestellt. Ach so. Einer meiner Freunde ist Rechtsanwalt. Sollten wir ihn nicht zu Rate ziehen? Einen Rechtsanwalt? So weit sind wir also schon. Ich sage dir doch, es handelt sich um einen Freund. Wir werden ihn um seine Meinung bitten, das ist alles. Keine Rede davon, dass wir ihn als Verteidiger brauchen. Du willst mich nur beruhigen. Aber Therese... Du bist wie Dr. Sivo. Du hältst mich einer solchen Tat nicht für fähig, aber in deinem tiefsten Innern beginnst du zu zweifeln. Du bist verrückt. Du hast deine Mutter nicht umgebracht. Du hast sie nicht umgebracht, nicht wahr? Nein, Robert. Ich schwöre es dir bei allem, was mir heilig ist auf dieser Welt. Verzeih mir, Therese. Was ist bloß über mich gekommen, dir diese Frage zu stellen? Einen Augenblick begann ich tatsächlich zu zweifeln. Danach wäre ich auf die Schauergeschichte herangefallen, die dieser alte Narr erfunden hat. Dabei sind wir doch im Recht. Denkst du das wirklich? Ich bin ganz sicher. Weder du noch ich haben deine Mutter umgebracht. Also ist sie freiwillig aus dem Leben gegangen. Das war uns vom ersten Augenblick an klar. Was sie wo für Beweise hält, ist nichts als eine Kette von Zufällen. Ja, es ist wahr, du hast recht. Doch, allein seine Schuld ist es auch nicht. Es kommen so viele Zufälle zusammen und sie fügen sich so nahtlos aneinander. Was hast du, Ruby? Ich weiß nicht. Man könnte fast meinen... Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Was denn? Sag es doch. Ich frage mich, ob nicht jemand versucht haben könnte, eine Falle zu stellen. Eine Falle, die dir zum Verhängnis werden sollte. Mir? Deine Mutter hat Selbstmord begangen. Warum hat sie keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Warum hat sie ihren Arzt und den Rechtsanwalt angerufen und sie eingeladen, den Abend bei ihr zu verbringen?
Weil sie wusste, dass sie damit Zweifel an den Umständen ihres Todes wachrufen würde. Du meinst es... Worauf stützen sich die Verdächtigungen von Dr. Sivo? Weil Selbstmord verabscheut wurde von deiner Mutter. Wer hat diese sonderbaren Einladungen ausgesprochen? Deine Mutter. Wer hat diese Bemerkung gemacht, die dich belasten sollte? Deine Mutter. Aber Robert, das... Wer wusste, dass nur du ihr diese Medikamente geben durftest? Deine Mutter. Wer wusste, dass sie dich in Verdacht bringen würde, wenn sie das Schlafmittel einnahm, das du in das Schränkchen gestellt hattest? Wieder nur deine Mutter. Wer hat dem Arzt erklärt, ihr Tod wäre eine Erleichterung für dich? Immer wieder deine Mutter. Nein, 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 Rupert. Doch, Therese, so teuflisch es klingt, ich bin davon überzeugt, sie hat den Mord nur vorgetäuscht, um allen Verdacht auf dich zu legen. Nein, das ist nicht möglich, das kann sie nicht getan haben. Warum aber? Warum hat sie das getan? Was hatte sie dir vorzuwerfen? Du warst dort Tag und Nacht an ihrem Krankenbett, hast dir dein ganzes Leben geopfert. Warum hat sie so gehandelt? Warum hat sie dich gehasst? Du irrst dich. Ja, was sie auch sagte, man spürte stets ihre Lust, ihr weh zu tun. Wenn ich daran denke, wie sie dich oft angesehen hat. Ach, das lag in ihrer Natur, in ihrem Charakter. Sie ist immer hart zu uns gewesen. Mit dir vielleicht, aber nicht mit Giselle. Sie vergötterte deine Schwester auf eine schrankenlose, fanatische Art. Für dich war in ihrem Herzen kein Platz. Und als Giselle dann starb, da hat sie nicht, wie jede andere Mutter es getan hätte, ihre Liebe auf dich übertragen, sondern angefangen, dich zu verabscheuen. Robert, ich flehe dich an, hör auf. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass ihre Lieblingstochter tot war und dass du noch am Leben warst. In ihren Augen war das eine Ungerechtigkeit und sie hat es dich büßen lassen. Sie machte den Tod deiner Schwester dir zum Vorwurf. Sie machte dich dafür verantwortlich. Ja, verantwortlich. Nein, du hast kein Recht, sowas zu sagen. Es war nicht meine Schuld. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Ich konnte nichts tun. Sie wäre auch ohne mich tot. Therese, was ist denn? Entschuldige, bitte. Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ja, natürlich. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe. Ich habe monatelang von ihr geträumt. Nacht für Nacht hörte ich sie schreien, um Hilfe rufen. Therese? Ja? Was ist damals geschehen? Wann? Vor 3 Jahren. Wie ist Giselle ums Leben gekommen? Du weißt es. Ich weiß nur, was ihr mir erzählt habt, deine Mutter und du. Und das ist nicht die Wahrheit. Doch. Nein. Was ist passiert? Ich will es wissen, Therese. Giselle hatte eine Bootsfahrt unternommen. Ganz allein. Als sie am anderen Ende des Sees in die Nähe der Talsperre kam, da wurde sie von einem Strudel erfasst. Sie wusste nicht, wie gefährlich diese Stelle war, dass es dort eine starke Strömung gab und das Boot schlug um. Erst am nächsten Tag fand man ihre Leiche. Sie hatte sich im Gitter der Talsperre verfangen. Sie war nicht allein in dem Boot? Doch, doch. Nein. Du hast dich vorhin verraten. Du hast gesagt, monatelang, Nacht für Nacht, hast du gehört, wie sie schrie, wie sie um Hilfe rief. Du warst bei ihr. Sie war allein. Sieh mich an, Therese. Ich will die Wahrheit wissen. Die volle Wahrheit. Ihr seid gemeinsam auf dem See spazieren gefahren. Ja. Was hat sich abgespielt in dem Boot? Wir haben geredet. Worüber? Sie hat mir alles erzählt, was für ein Leben sie führte, wie sie dich lächerlich machte. Sie sagte, dass du bereit wärst, dir alles gefallen zu lassen, nur um sie zu behalten. Was hat sie nichts gesagt? Sie hat mich verspottet. Wieso? Sie wusste, dass ich dich liebte. Habt ihr euch gestritten? Eigentlich nicht. Sie lachte mich nur aus, sie lachte und lachte. Das Echo verstärkte noch ihr schallendes Gelächter. Und dann? Nichts. Warum seid ihr so nah an der Staubwehr herangefahren? Wir haben nicht Acht gegeben. Du hast sie ins Wasser gestoßen? Nein. Sie ist selbst hineingesprungen. Aber das hat sie doch sonst nie getan. Es war reiner Trotz. Sie wollte mir beweisen, dass sie besser schwimmen konnte als ich. Obwohl sie genau wusste, dass du eine ausgezeichnete Schwimmerin bist, während ihr immer rasch die Luft ausging? Aus Stolz war Giselle zu den dümmsten Streichen fähig. Hast du denn nicht versucht, sie daran zu hindern? Doch, aber sie hörte nicht auf mich. Ich sah, wie sie auf die Strömung zuschwamm. Ich habe ihr immer wieder zugeschrien, komm zurück. Aber sie hat mich nur ausgelacht. Du bist im Boot geblieben?
Du hast dir nicht geholfen? Der beste Schwimmer der Welt kann nichts ausrichten gegen die Strömung an jener Stelle. Du hast sie also sterben lassen vor deinen Augen. Du wolltest die Wahrheit wissen. Jetzt weißt du sie. Aber warum hast du immer erzählt, dass sie allein war im Boot? Mama hat es so verlangt. Sie fürchtete, dass man mich verdächtigen würde, Giselles Tod gewollt zu haben, wie du es gerade getan hast. Oh, nicht etwa, um mich zu schonen, aber die Erinnerung an Giselle sollte reinbleiben. Sie sollte nicht getrübt werden von einem Skandal. Und darum also? Und darum also hat sie mich auch gehasst, ja. Du hast recht gehabt. Sie glaubte schließlich selbst, ich sei schuld an Giselles Tod. Du sagst ja gar nichts mehr. All das kommt so unerwartet. Wir können vielleicht später... Nein, Robert. Es gibt kein Später mehr für uns beide. Es ist vorbei. Warum? Das, was du mir gerade gesagt hast, ändert nichts an meinen Gefühlen und auch nichts an meinen Absichten. Es war nicht deine Schuld. Lass mir nur ein wenig Zeit. Wozu? Ich werde niemals deine Frau werden. Meine Mutter hat recht gehabt. Bitte, sag das nicht. Ich liebe dich, Therese. Du glaubst, mich zu lieben. Wie du auch meine Schwester zu lieben geglaubt hast. Aber eines Nachts wirst du aufwachen, vielleicht schon morgen, vielleicht erst in 10 Jahren. Und während du mich an deiner Seite fühlst, wirst du dich erneut fragen, ob ich vielleicht nicht doch Giselle ins Wasser gestoßen habe. Und in dieser Nacht wird sich die Liebe, die du jetzt noch für mich empfindest, in Hass verwandeln. Aber das ist doch lächerlich. Du weißt genau, dass ich recht habe. Es wird immer diesen Schatten zwischen uns geben. Aber mit der Zeit... Nein, ausgeschlossen. Du musst jetzt gehen, Robert. Ich kann nicht. Du musst. Bitte. Geh. Jetzt gleich? Ja. Fahr nach Paris zurück. Therese. Nein. Robert, komm zurück. Robert. Sie sind es. Ja. Ich bin gerade Ihrem Schwager begegnet. Er ist davongestürzt und hat nicht mal gegrüßt. Was ist denn los? Nichts, Doktor. Nichts von Bedeutung. Warum sind Sie noch einmal zurückgekommen? Ach, mein Kind. Ich bin wirklich ein dummer alter Kerl. Ein alter Esel, wie Ihre Mutter immer gesagt hat. Bitte verzeihen Sie mir. Sie haben recht gehabt, es war Selbstmord. Ich habe jetzt auch den Beweis dafür. Den Beweis? Ich kenne eure Blutgruppen, Ihre eigene und die Ihrer Mutter. Ich habe den Blutfleck auf dem Etikett untersucht. Es ist das Blut Ihrer Mutter. Therese, haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ja. Ja, ich weiß, der Tod Ihrer Mutter bereitet Ihnen großen Kummer. Aber jetzt wissen wir wenigstens die Wahrheit. Die Wahrheit? Die Wahrheit von Alain Franck, aus dem Französischen übersetzt von Maria Frey. Es sprachen Emilienne Billon, Edith Herdegen, ihre Tochter Therese, Rosemarie Fendel, Robert, Heinz Bennent, Dr. Civaux, Siegfried Nürnberger. Regie führte Otto Düben. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1969.